Herr Mohr, Sie werden bei den Open Days in einer Veranstaltung zum Thema Waste Management Systems, also Recycling, sprechen. Warum ist dieses Thema wichtig für die Europa 2020 Strategie? Das ist deshalb entscheidend, weil Europa eigentlich oder die EU 27-28 eigentlich weniger Ressourcen haben und wir mit den vorhandenen Ressourcen extrem sparsam umgehen müssen. Es dürfte eigentlich keinen Abfall mehr geben, sondern es müsste heißen Ressourcenmanagement, alles sollte im Kreislauf bleiben. Kreislaufwirtschaft ist die Zukunft, speziell für Europa, und wir profitieren schlussendlich alle davon. Der Ausschuss der Regionen ist eine Versammlung lokaler und regionaler Volksvertreter der EU. Welche Themen sollten heutzutage Priorität und Schwerpunkte in der Arbeit des Ausschusses der Regionen haben? Es ergibt sich eigentlich aus unserer Versammlung. Wir sind regionale und lokale Vertreter von Städten, Bürgermeister, Landtagspräsidenten, und alle Themen, die die Regionen betreffen, die die Regionen besser machen, die uns helfen, in diesem Bereich weiterzukommen, sind wesentlich für uns. Also nicht nationale Gesetzgebungen, sondern vor allem regionale Anliegen sind unser Hauptthema. Können Städte und Regionen zu der Europawahl 2014 beitragen, und welche Rolle spielt dabei der Ausschuss der Regionen? Die können ganz entscheidend dazu beitragen, weil gewählt wird in den Regionen, in den Städten und Gemeinden. Und die Vertreter des Ausschusses der Regionen hier, die haben in ihren Heimatländern und Heimatstädten große Akzeptanz. Und ihr Wort gilt. Und wenn Sie vor allem die Menschen auffordern, zur Wahl zu gehen, dann wird die Europawahl von der Wahlbeteiligung her zumindest ein Erfolg. Und dann wird man sehen, wer gewählt wird. Aber das Entscheidende ist, dass die Menschen diese Wahl ernst nehmen und hier auch wählen. Ja. Zwei Fragen noch zur Europa 2020 Strategie. Welchen Einfluss hatte diese Strategie auf Ihre Region ganz konkret? Also wir haben einige Projekte umgesetzt im Rahmen der Europa 2020 Strategie, die sehr erfolgreich waren. Dank der Hilfe der EU-Fördermittel konnten diese Projekte umgesetzt werden, und sie werden uns wettbewerbsfähiger machen, speziell auch in meiner Region, und fit für die Zukunft. Und das sind Chancen für alle Menschen, vor allem für junge Menschen. Das ist unser Ziel. Der Ausschuss der Regionen führt zurzeit eine Überprüfung dieser Europa 2020-Strategie durch. Warum sollten lokale Regierungen und regionale Regierungen daran teilnehmen? Und warum ist das wichtig? Es ist wichtig, weil Europa nicht nur in Brüssel gestaltet wird und auch nicht nur in den Nationalstaaten, in den Hauptstädten gestaltet wird, sondern Europa wird gestaltet draußen bei den Menschen, in den Städten, in den ländlichen Gebieten. Das ist ein entscheidender Punkt. Europa wird nur erfolgreich sein, wenn die Regionen, die Städte und Gemeinden erfolgreich sind. Dann geht die Strategie auf, und dann werden wir Europa weiterbringen, nämlich dorthin, wo wir es gerne sehen würden.